Ich möchte jetzt Andreas Nachama auf die Bühne bitten. Ich hatte ihn ja vorhin schon mal kurz vorgestellt und begrüßt. Andreas Nachama ist Direktor der Stiftung Topographie des Terrors hier ganz in der Nähe. Viele haben sie sicher schon besucht. Und danach wird dann Gregor Gysi, den ich hier herzlich begrüße, vorlesen. Gregor Gysi, Vorsitzender der Fraktion Die Linke im Deutschen Bundestag. Erich Kästner, 1899 geboren, 1974 verstorben, war der einer der Autoren, der wenigen Autoren, der am 10. Mai 1933 eben hier auf dem Bebelplatz persönlich dabei war, als seine eigenen Bücher Opfer der Flammen wurden. Wer dazu etwas mehr lesen will, kann das heute im Spiegel online tun, da gibt es einen Bericht dazu. Zu den verbrannten Büchern am 10. Mai gehörten drei Gedichtbände von ihm und sein satirischer Roman Fabian, die Geschichte eines Moralisten, der 1931 erschienen war. Aus diesem Roman lese ich einen Auszug aus dem 6. Kapitel, das die Überschrift trägt: Der Zweikampf am Märkischen Museum. Wann findet der nächste Krieg statt? Die Situation ist folgende: Fabian ist mit seinem Freund Stefan Labude in den Straßen Berlins unterwegs. Fabian erinnert sich erregt an seine Erfahrungen im Ersten Weltkrieg. Ich setze innerhalb seiner Rede mit dem Lesen ein. Die nächste Zukunft hatte den Entschluss gefasst, mich zu Blutwurst zu verarbeiten. Was sollte ich tun? Bücher lesen? An meinem Charakter feilen? Geld verdienen? Ich saß in einem großen Wartesaal und der hieß Europa. 8 Tage später fährt der Zug. Das wusste ich. Aber wohin er fuhr und was aus mir werden sollte, das wusste kein Mensch. Und jetzt sitzen wir wieder im Wartesaal und wieder heißt er Europa. Und wieder wissen wir nicht, was geschehen wird. Wir leben provisorisch. Die Krise nimmt kein Ende. Zum Donnerwetter, rief Labude, wenn alle so denken wie du, wird nie stabilisiert. Empfinde ich vielleicht den provisorischen Charakter der Epoche nicht? Ist dieses Missvergnügen dein Privileg? Aber ich sehe nicht zu. Ich versuche, vernünftig zu handeln. Die Vernünftigen werden nicht an die Macht kommen, sagte Fabian, und die Gerechten noch viel weniger. So, Labude trat dicht vor den Freund und packte ihn mit beiden Händen am Mantelkragen. Aber sollten sie es nicht trotzdem wagen? In diesem Augenblick hörten die beiden einen Schuss und einen Aufschrei und kurz danach 3 Schüsse aus anderer Richtung. Labude rannte ins Dunkel die Brücke entlang auf das Museum zu, wieder klang ein Schuss. Viel Spaß, sagte Fabian zu sich selbst, während er lief und suchte, obwohl sein Herz schmerzte, Labude doch zu erreichen. Am Fuß des Märkischen Roland kauerte ein Mann, fuchtelte mit dem Revolver und brüllte: Warte nur, du Schwein! Und dann schoss er wieder über die Straße weg auf einen unsichtbaren Gegner. Eine Laterne zerbrach. Glas klirrte aufs Pflaster. Labude nahm dem Mann die Waffe aus der Hand und Fabian fragte: Warum schießen Sie eigentlich im Sitzen? Weil mich's am Bein erwischt hat, knurrte der Mann. Es war ein junger, stämmiger Mensch und er trug eine Mütze. So ein Mistvieh, brüllte er, aber ich weiß, wie du heißt. Und er drohte der Dunkelheit. Quer durch die Wade stellte Labude fest, kniete nieder, zog ein Taschenbuch aus dem Mantel und probierte einen Notverband. Drüben in der Kneipe ging's los, lamentierte der Verwundete. Er schmierte ein Hakenkreuz aufs Tischtuch und ich sagte was, er sagt was. Ich knallte ihm eine hinter die Ohren. Der Wirt schmiss uns raus. Der Kerl lief mir nach und schimpfte auf die Internationale. Ich drehte mich um, da schoss er schon. Sind Sie wenigstens nun überzeugt, fragte Fabian und blickte den Mann hinunter, der die Zähne zusammenbiss, weil Labude an der Schusswunde hantierte. Die Kugel ist nicht mehr drin, bemerkte Labude. Kommt denn hier gar kein Auto, ist wie auf einem Dorf. Nicht einmal ein Schutzmann ist hier, stellte Fabian bedauernd fest. Der hätte mir gerade noch gefehlt. Der Verletzte versuchte aufzustehen, damit sie wieder einen Proleten einsperren, weil er so unverschämt war, sich von einem Nazi die Knochen kaputt schießen zu lassen.
Labudi hielt den Mann zurück, zog ihn wieder zu Boden und befahl dem Freund, ein Taxi zu besorgen. Fabian rannte davon, quer über die Straße um die Ecke, den nächsten Uferweg entlang. In der nächsten Nebenstraße standen Taxen. Er gab dem Chauffeur den Auftrag, zum Märkischen Museum zu fahren. Am Roland gäbe es eine Fuhre. Das Auto verschwand. Fabian folgte zu Fuß. Er atmete tief und langsam. Das Herz schlug wie verrückt. Es hämmerte unter dem Jackett. Es schlug im Hals. Es pochte unter dem Schädel. Er blieb stehen und trocknete die Stirn. Dieser verdammte Krieg, ein krankes Herz dabei erwischt zu haben, war zwar eine Kinderei, aber Fabian genügte das Andenken. In der Provinz verstreut sollte es einsame Gebäude geben, wo noch immer verstümmelte Soldaten lagen. Männer ohne Gliedmaßen, Männer mit furchtbaren Gesichtern, ohne Nasen, ohne Münder. Krankenschwestern, die vor nichts zurückschreckten, füllten diesen entstellten Kreaturen Nahrung ein durch dünne Glasröhren, die sie dort in den wuchern vernarbten Löchern spießten, wo früher einmal ein Mund gewesen war. Ein Mund, der hatte lachen und sprechen und schreien können. Fabian bog um die Ecke. Drüben war das Museum. Das Auto hielt davor. Er schloss die Augen und entsann sich schrecklicher Fotografien, die er gesehen hatte und die mitunter in seinen Träumen auftauchten und ihn erschreckten. Diese armen Ebenbilder Gottes. Noch immer lagen sie in jenen von der Welt isolierten Häusern, mussten sich füttern lassen, mussten weiterleben. Denn es war ja eine Sünde, sie zu töten. Aber war es recht gewesen, ihnen mit Flammenwerfern das Gesicht zu zerfressen? Die Familien wussten nichts von diesen Männern und Vätern und Brüdern. Man hatte ihnen gesagt, sie sind vermisst. Das war nun 15 Jahre her. Die Frauen hatten wieder geheiratet. Und der Selige, der irgendwo in der Mark Brandenburg durch Glasröhren gefüttert wurde, lebte zu Hause nur noch als hübsche Fotografie beim Sofa, ein Sträußchen im Gewehrlauf. Und darunter saß der Nachfolger und ließ sich's schmecken. Wann gab es wieder Krieg? Wann würde es wieder soweit sein? Plötzlich rief jemand, hallo. Fabian öffnete die Augen und suchte den Rufer. Der lag auf der Erde, hatte sich auf den Ellbogen gestützt und presste eine Hand aufs Gesäß. Was ist denn mit Ihnen los? Ich bin der andere, sagte der Mann. Mich hat's auch erwischt. Da stellte sich Fabian breitbeinig hin und lachte. Von der anderen Seite her, aus dem Gemäuer des Museums, lachte ein Echo mit. Entschuldigen Sie, rief Fabian. Meine Heiterkeit ist nicht gerade höflich. Der Mann zog ein Knie hoch, schnitt eine Grimasse, betrachtete die Hände, die voll Blut waren, und sagte verbissen, wie es beliebt, der Tag wird kommen, wo Ihnen das Lachen vergeht. Warum stehst du denn da herum, schrie Labude und kam ärgerlich über die Straße. Ach, Stefan, sagte Fabian, hier sitzt die andere Hälfte des Duells mit einem Steckschuss im Allerwertesten. Sie riefen den Chauffeur und transportierten den Nationalsozialisten ins Auto, neben den kommunistischen Spielgefährten. Die Freunde kletterten hintendrein und gaben dem Chauffeur die Anweisung, sie zum nächsten Krankenhaus zu fahren. Das Auto fuhr los. Ja, einen schönen guten Tag, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ich bin natürlich wieder ein bisschen frech und lese deshalb zwei Texte, nämlich einen von Karl von Ossietzky und einen von Stefan Heim. Und ich fange mit Karl von Ossietzky an. Er starb vor 75 Jahren am 4. Mai 1938 im Berliner Nordend-Krankenhaus an den Folgen seiner Haft in deutschen Konzentrationslagern. Am 10. Mai 1932 musste er eine 18-monatige Haft antreten, zu der ihn das Reichsgericht in Leipzig am 23. November 1931 wegen Landesverrats und des Verrates militärischer Geheimnisse verurteilt hatte. Hintergrund war der Artikel Windiges aus der deutschen Luftfahrt von Heinz Jäger, das ist der Flugzeugkonstrukteur Walter Kreiser, vom 12. März 1929, der die im Versailler Vertrag verbotene deutsche Luftrüstung aufdeckte.
Ossietzky wurde am 22. Dezember aufgrund der Weihnachtsamnestie wieder entlassen. In der Nacht des Reichstagsbrandes am 27. zum 28. Februar 1933 wieder verhaftet und durchlebte von nun an einen Leidensweg, der ihn durch mehrere Konzentrationslager führte. Er gehörte zu den mutigsten Kämpfern gegen den Faschismus. Mit immensem internationalen Druck 1936 wurde er mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet, gelang seine Freilassung, doch sein Leben war nicht mehr zu retten. Nun sein Artikel in der Weltbühne vom 10. Mai 1932 mit der Überschrift Rechenschaft. Jetzt muss ich doch die Brille wechseln. Das ist. Tja. Ich wollte es nicht zugeben. Na gut. Aber jetzt sehe ich Sie schlechter. In diesen Tagen beziehe ich ein preußisches Gefängnis, um die 18 Monate abzusitzen, die mir der 4. Strafsenat am 23. November vorigen Jahres wegen Landesverrats und Verrats militärischer Geheimnisse zudiktiert hat. Es ist also der Augenblick gekommen, wo ich meine, genug, um Rechenschaft abzulegen über das, was in den letzten Monaten geschehen ist und zugleich den Hintergrund zu zeichnen, von dem sich der Justizfall Weltbühne abhebt. Über eines möchte ich keinen Irrtum aufkommen lassen. Und das betone ich für alle Freunde und Gegner und besonders für jene, die in den nächsten 18 Monaten mein juristisches und physisches Wohlbefinden zu betreuen haben. Ich gehe nicht aus Gründen der Loyalität ins Gefängnis, sondern weil ich als Eingesperrter am unbequemtesten bin. Ich beuge mich nicht der in roten Sammet gehüllten Majestät des Reichsgerichts, sondern bleibe als Insasse einer preußischen Strafanstalt eine lebendige Demonstration gegen ein höchstinstanzliches Urteil, das in der Sache politisch tendenziös erscheint und als juristische Arbeit reichlich windschief. Diesen Protest lebendig zu erhalten, das bin ich allen denen schuldig, die für mich eingetreten sind, obgleich die Umstände es verweigerten, ihnen genaue Kenntnis von der Materie zu geben. Das bin ich auch den namenlosen, proletarischen Opfern des 4. Strafsenats schuldig, um die sich niemand außer den Parteifreunden gekümmert hat. Denn der Fall Weltbühne ist der einzige seit langem, der eklatant geworden ist und die Öffentlichkeit wirklich erregt hat. Die große Spinne von Leipzig soll einem Bissen zu viel geschluckt haben. Damit beantworte ich zugleich die Frage, die mich vom Abend des 23. November, wo ich auf dem Berliner Anhalter Bahnhof von einer Deputation journalistischer Ehrenjungfrauen empfangen wurde, bis heute in einigen hundert Briefen und Gesprächen bedrängt hat. Diese Frage heißt ganz simpel: Mensch, warum türmst du nicht? Natürlich bestreite ich das Recht des Publizisten nicht, sich dem Zugriff der herrschenden Gewalten durch die Flucht zu entziehen. Ein Recht, das übrigens jeder unschuldig Verurteilte hat, dem der normale Weg zur Rehabilitation versperrt ist oder der den Glauben an die richterliche Objektivität verloren hat. Es handelt sich aber in jedem Einzelfalle darum, das Wirksame zu tun. Das allein muss entscheidend bleiben. Das Reichsgericht hat mich vorsorglich in unangenehmster Weise abgestempelt. Landesverrat und Verrat militärischer Geheimnisse, das ist eine höchst diffamierende Etikette, mit der sich nicht leicht leben lässt. Geht man damit ins Ausland, so wird die gesamte Rechtspresse aufjubeln, zum Feinde geflohen. Und manche von den leicht Schwankenden werden die Achseln zucken, es muss doch etwas an der Sache sein. Der Oppositionelle, der über die Grenzen gegangen ist, spricht bald hohl ins Land herein. Der ausschließlich politische Publizist namentlich kann auf die Dauer nicht den Zusammenhang mit dem Ganzen entbehren, gegen das er kämpft, für das er kämpft, ohne in Exaltationen und Schiefheiten zu verfallen. Wenn man den verseuchten Geist eines Landes wirkungsvoll bekämpfen will, muss man dessen allgemeines Schicksal teilen. Ich gehöre keiner Partei an. Wohin also? Keine der Internationalen nimmt mich auf, stellt mich an einen neuen Platz. Es gibt draußen viele flotte Herren, die gern den Frieden hochleben lassen, wenn sie ihr neues Militärprogramm glücklich durchgedrückt haben.
und die den deutschen Militarismus so verabscheuen, als wäre er der einzige in der Welt. Sollte der geflüchtete antimilitaristische Deutsche in ihrem Schatten gegen seine Generale und Polizisten schreiben, das hieße seiner Arbeit einen falschen Akzent geben. Denn dann dient er gewollt oder ungewollt einem fremden Interesse. Er wird eines der vielen Mundstücke fremder Propaganda. Er muss zu dem schweigen, was er sieht, um sich über das zu entrüsten, was er hinter sich gelassen hat und was mit der Zeit nicht nur den Augen, sondern auch der Urteilskraft entrückt. Der politische Journalismus ist keine Lebensversicherung. Das Risiko erst gibt seinen besten Antrieb. Die Weltbühne hat in langen Jahren für deutsche Angelegenheiten oft die schärfsten und schroffsten Formulierungen gefunden. Sie hat dafür von rechts den Vorwurf der Verräterei, von links den des verantwortungslos krittelnden individualistischen Ästhetentums einstecken müssen. Die Weltbühne wird auch weiterhin das sagen, was sie für nötig befindet. Sie wird so unabhängig bleiben wie bisher. Sie wird so höflich oder frech sein, wie der jeweilige Gegenstand es erfordert. Sie wird auch in diesem, unter dem Elefantentritt des Faschismus zitternden Lande, den Mut zur eigenen Meinung behalten. Wer in den moralisch trübsten Stunden seines Volkes zu opponieren wagt, wird immer bezichtigt werden, das Nationalgefühl verletzt zu haben. Die Weltbühne hat immer eine ganz bestimmte und deutlich gezeichnete Haltung eingenommen. Und daraus ergibt sich für sie eine besonders verpflichtende Bindung an jene, die auf sie hören und die an sie glauben. Ihre Stimme kann nur Klang behalten, wenn ihr verantwortlicher Herausgeber seine ganze Person einsetzt und dann, wenn es ungemütlich wird, nicht die bequemere Lösung wählt, sondern die notwendige. Etwas Ähnliches muss wohl auch das Reichsgericht empfinden. Denn bis zum Vorabend meines Strafantritts hat niemand meine Bewegungsfreiheit beengt. Erst heute hat man mir meinen Pass abgefordert. Meiner Abreise stand nichts im Wege. Schon aus diesem Grunde weiß ich, dass sie ein Fehler gewesen wäre. Es ist nicht meine Aufgabe, dem Reichsgericht das Leben angenehmer zu machen. Dankenswerterweise hat das Blättchen, das sich in der Nachfolge der Weltbühne versteht, den Text in seiner neuesten Ausgabe abgedruckt. Stefan Heim war Immigrant, Journalist und Schriftsteller. Er war Sergeant der US Army, DDR-Freund und DDR-Kritiker und Alterspräsident des Bundestages. Mit 18 Jahren schrieb er dieses Gedicht. Die Veröffentlichung in der Volksstimme Chemnitz führte zum Schulverweis vom Gymnasium und deshalb musste er letztlich auch fliehen. Und dieses Gedicht lese ich Ihnen jetzt vor. Es heißt Exportgeschäft. Wir exportieren, wir exportieren. Wir machen Export in Offizieren. Wir machen Export, wir machen Export. Das Kriegsspiel ist ein gesunder Sport. Die Herren exportieren deutsches Wesen zu den Chinesen, zu den Chinesen. Gasinstrukteure, Flammengranaten auf arme, kleine, gelbe Soldaten. Denn davon wird die Welt genesen, hoffentlich lohnt es sich. China ist ein schöner Machtbereich. Da können sie schnorren und schreien. Ein neuer Krieg. Sie kommen sogleich mit Taktik und Reglement und Plänen. Generale, Majore, als ob sie Hyänen der Leichenfelder seien. Sie haben uns einen Krieg verloren. Satt haben sie ihn noch nicht. Wie sie am Frieden der Völker bohren. Aus Deutschland kommt das Licht. Patrioten, zollfrei Fabrikanten von Toten. Wir lehren Mord. Wir speien Mord. Wir haben in Mördern großen Export. Ja, es freut sich das Kind, es freut sich die Frau. Von Gas werden die Gesichter blau. Die Instruktionsoffiziere sind da. Was tun wir denn Böses? Wir vertreten doch nur die deutsche Kultur. Das war's.